Ja, wir kommen zum nächsten Referat. Ich habe gerade schon gesehen, Herr Kindler macht sich vor dem Bildschirm schon warm. Der Doktor und das liebe Vieh. Nicht nur Menschen haben Augen, auch Tiere. Und auch das hat schon eine gewisse Tradition bei der DGII. Und ich bin sehr gespannt, was Sie uns berichten werden, Herr Kindler. Bitte schön. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Humanmedizin, meine Damen und Herren, der Doktor und das liebe Vieh. Wissen Sie noch, warum Sie Humanmedizin studiert haben? Als ich 1981 mit dem Studium der Tiermedizin in Gießen angefangen habe, gab es drei wichtige Gründe, Veterinärmedizin zu studieren. Man ist mit einem Tier im Haushalt aufgewachsen. Mindestens ein Drittel der Tiermedizinstudenten waren Reiter und haben aus Liebe zum Pferd mit dem Studium begonnen. Und, oder man ist mit James Herriot aufgewachsen. Kennen Sie James Herriot? Herriot ist das Pseudonym von Alf White, einem Tierarzt, der 1939 in Glasgow sein Studium beendet hat und lange Jahre in Yorkshire gearbeitet hat. Er hat 1970 angefangen, seine Memoiren zu veröffentlichen, die am bekanntesten als BBC-Fernsehserie verfilmt worden sind, in Deutschland unter dem Titel Der Doktor und das liebe Vieh und Millionen von Menschen für das Studium der Tiermedizin begeistert haben. Pferde sind schon seit Tausenden von Jahren ein Teil der menschlichen Kultur. Zunächst als Nahrungsmittel, dann als Arbeitstier, als Sportgerät und heutzutage zunehmend als Freund und Begleiter und Familienmitglied. Die wichtige Rolle des Pferdes in der menschlichen Kultur wird auch an der Rechtsprechung deutlich. Erst 2002 wurde das Verkaufsrecht von Tieren gesetzlich geregelt, außer beim Pferd. Da gab es bereits 1899 eine kaiserliche Verordnung, in denen 10 Haupt- oder Gewährsmängel aufgelistet sind, bei denen ein Verkäufer haftet. Eine davon, die periodische Augenentzündung, ist eine Augenerkrankung. Pferdeaugen gehören zu den größten Augen, die wir in der tierärztlichen Praxis regelmäßig sehen. Sie sind doppelt so groß wie unsere Augen. Die querovale Hornhaut wird durch die querovale Pupille noch betont. Diese querovale Pupille erhöht das Sehfeld und verbessert die Abbildung in der Peripherie. Am dorsalen Rand der Pupille befinden sich die Corpora nigra, Traubenkörner, die zum einen eine Abschattung von grellem Sonnenlicht von dorsal bewirken, bei maximaler Miosis eine Pseudopolykurie bewirken, die die Fokussierung erleichtern soll und eventuell eine Rolle bei der Kammerwasserproduktion spielen. Diese Traubenkörner können sich zystisch erweitern. Bei Sehbeschwerden werden sie mit dem Laser punktiert und dann über eine 27G-Parazenthese aus dem Auge abgesaugt. Der Kammerwinkel ist direkt und ohne Linse einsehbar. Die Linse ist gelblich verfärbt. Das dient vermutlich als Blaufilter, um UV-Licht auszufiltern. Der Fundus ist parangiotisch mit einem querovalen Sehnerven, kurze Netzhautblutgefäße und statt einer Makula haben Pferde einen Visualsflug. Und was sehen Pferde jetzt? Pferde sind Bichromaten mit einem Farbspektrum, das ins Gelb-Blaue verschoben ist. Das heißt, wenn Sie meine Mitarbeiter so sehen, ein Pferd würde sie vermutlich so sehen. In Studien an Tausenden von Pferden hat sich gezeigt, der durchschnittliche Visus ist 0,6. 23% der Pferde waren myop, 43% hyperop und die Akkommodationsbreite maximal 2 Dioptrien. Durch die seitliche Positionierung der Augen am Kopf besteht ein sehr großes monokulares Sichtfeld, ein sehr kleines binokulares und vorne und hinten sind blinde Flecken. Das heißt, ein Pferd sieht sie nicht, wenn sie direkt von vorne kommen. Der Blick ist eher nach unten gerichtet, wobei es aber auch wiederum einen blinden Fleck im Bereich des Mauls gibt. Sprich, ein Pferd sieht nicht genau, was es in der Mundhöhle hat. Wie untersucht man jetzt ein Pferd? Na gut, Kinn auflegen, Stirn anlegen und auf den roten Punkt gucken, das funktioniert nicht so wirklich. Und auch bei uns in den normalen Praxisuntersuchungsräumen geht das nicht. Wir untersuchen überwiegend in abgedunkelten Stallgassen, im Hänger oder in bestimmten Zwangsständen, wobei Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Wenn 600 bis 800 Kilo nicht stillhalten wollen, müssen wir die Tiere sedieren. Und wenn sie das Auge zukneifen, kommen wir um eine Regionalanästhesie des Nervus auriculopalpebralis nicht herum. Ansonsten, unsere Untersuchungsgeräte müssen klein und handlich sein. Spaltlampen, Mikroskopie, direkte, indirekte, Ophthalmoskopie, Augendruckmessung mittels Rebound- und Applanationstonometrie. Wir untersuchen auch die Tränenflüssigkeit mittels Schirmer-Tränentest, aber auch mit einem Ocular Surface Analyzer, Interferometrie, Meibometrie, nicht-invasive Tränenaufreißzeiten, Placido-Scheibe sind Routine bei uns.
Zusätzliche Untersuchung der Hornhaut mittels OCT, das ist unser EyeView, Hornhautvitalfärbungen und Zytologie. Im unteren Bild erkennen Sie eine mykotische Keratitis bei einem Pferd, sind ebenfalls Routine. Und wie behandelt man jetzt ein Pferd? Wenn das Pferd sich nicht behandeln lassen will und keine Augentropfen will, geht das nur über das Legen von einer subpalpebralen Lavage, wobei wir dann über den Katheter seitlich am Hals Medikamente ins Auge eingeben. Operationen werden häufig am sedierten stehenden Pferd durchgeführt. Wenn wir Pferde in Allgemeinanästhesie legen müssen für die Operation, werden sie intravenös eingeleitet, intubiert und dann mit dem Kran auf den OP-Tisch gelegt. Das ist der Blick in den OP der Großtierchirurgie, der Pferdechirurgie der Universität in Gießen, wo wir bei einem Kamel eine Katarakt mit Phacoemulsifikation behandeln. Mir bleibt jetzt noch Zeit, auf zwei Erkrankungen einzugehen. Die beiden häufigsten, die wir sehen, sind beides immunmediiert. Das eine, die immunmediierte Keratitis beim Pferd, eine nicht ulcerative Keratitis, Hornhauttrübung und Vaskularisation, häufig vorangegangen, Equine Herpes Virus 2 und 5 Infektionen, beginnt häufig als Keratitis punctata und dann mit zunehmender Vaskularisation, Fibrosierung und zellulärer Infiltration, superfizielle tiefstromale Formen sowie eine Endothelitis. Die Therapie ist immunsuppressiv und antiinflammatorisch mit lokalen Glukokortikoiden, lokalem Cyclosporin A, Doxycyclin lokal oder oral, wobei wir das Problem haben, es ist schlecht verträglich, es ist kein kommerziell erhältliches Präparat für Pferde zugelassen, was bei Pferden eine Rolle spielt, weil sie in Deutschland lebensmittelliefernde Tiere sind. Das Gleiche gilt auch für das Minocyclin. Sie können sich vorstellen, dass es nicht wirklich sehr viel Sinn macht, einem Besitzer zu sagen, geben Sie Ihrem Pferd zweimal täglich 50 Kapseln. Gute Ergebnisse bringt eine mesenchymale Stammzellinjektion subkonjunktival. Wichtig ist, die Therapie ist langfristig lebenslang. Chirurgisch Immunsuppression und antiinflammatorisch, beispielsweise mit episkleralen Cyclosporin-Implantaten, Entfernung von Antigenen mittels Keratektomie mit oder ohne Amnion. Allerdings gibt es hier sehr viel und sehr starke Fibrosen, sodass wir da immer noch Alternativen suchen. Eine Möglichkeit ist die photodynamische Therapie mit Indocyanin Grün, die jetzt intrastromal gespritzt wird und dann mit einem Diodenlaser aktiviert wird. Das ist das Ergebnis nach 2 Tagen und das nach 2 Wochen. Zweite Erkrankung ist die equine rezidivierende Uveitis, die bis zu 15% aller Pferde betrifft und die häufigste Ursache für Blindheit beim Pferd ist. Es gibt 3 verschiedene Formen, klassische, schleichende und posteriore Formen. Sie sehen hier verschiedene Formen. Endergebnis ist meistens Sekundärglaukome und Sekundärkatarakte. Ursachen: Nach einer Uveitis kommt es zur Sequestrierung von Antigenen in Glaskörper und Uvea. Bei vielen Pferden werden Leptospirenantigene im Kammerwasser und im Glaskörper gefunden. Das führt zur Bildung von sensibilisierten T-Lymphozyten, rezidivierende Entzündungen. Antigen-Antikörperkomplexe verursachen spätere Entzündungen und aufgrund von Molecular Mimicry und Epitope-Spreading kommt es zur Reaktion auf eine Vielzahl körpereigener Antigene im Auge. Behandlung medikamentell, lokal und systemisch, antiinflammatorisch und zykloplegisch. Operativ eine suprachoroidale Cyclosporin-Implantate, Pars-Plana-Vitrektomie oder eine neuere Therapie, die intravitreale Injektion von Low-Dose-Gentamicin. Sie sehen, Pferdeaugen sind keine großen Menschenaugen, sie sind auch keine großen Hunde- oder Katzenaugen. Jede Spezies, die wir sehen, hat ihre Eigenheiten und ihre Besonderheiten. Und das ist das, was meinen Beruf so faszinierend macht, auch jetzt 50 Jahre, nachdem ich das erste Mal James Herriot gelesen habe. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken bei der DGII für die Einladung, insbesondere bei Herrn Dr. Hofmann, bei meinen Mitarbeitern und bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für das tolle Referat. Ich finde das immer wieder faszinierend. Gibt es aus dem Saal noch Fragen? Sonst hätte ich noch eine. Sie haben eben erwähnt, Pferde seien Bikromaten. Aber was für mich neu war, wie misst man einen Visus beim Pferd? Ein Visus von 0,6. Wie macht man das? Ja. Also es ist sicherlich nicht ganz so einfach, aber in den Untersuchungen hat man einfach Gegenstände genommen und geguckt, ab welchem Abstand kann man die erkennen. Okay.
Und Sie hatten eben ein Bild gezeigt, dass man den Kammerwinkel ohne Kontaktglas einsehen könne beim Pferd. Wie funktioniert das? Das Bild ist im Prinzip, was ich gezeigt habe, ist einfach nur ein Bild vom Pferdeauge. Das heißt, wenn man direkt drauf guckt, Richtung Limbus, kann man direkt den Kammerwinkel sehen. Ah ja. Das hat wahrscheinlich was mit der peripheren Hornhautkrümmung dann zu tun, nehme ich an. Das geht ja sonst nicht so einfach. Gibt es sonst noch Fragen? Ja, Herr Taneri? Gut, ja, ich sehe, es gibt keine weiteren Fragen aus dem Saal. Im Chat ist auch nichts. Dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen, Herr Kindler. War wirklich toll. Sehr gerne.